WDR 2 Stichtag. Der Spion geht zum Zahnarzt. Erstens bin ich kein Spion. Kein Spion? Was war er dann, dieser Leopold Trepper? Der Kampf gegen Nazismus war Widerstand. Der Widerstandskämpfer geht zum Zahnarzt. Da kann er nicht fliehen und deshalb packt ihn die Gestapo dort. Am 24. November 1942, die Funksprüche eines ganzen Netzes von Widerstandsgruppen sind enttarnt worden, der Roten Kapelle. Der Name stammt von der deutschen Abwehr. Ein Funker wurde von ihr Pianist genannt. Weil viele Pianisten Richtung Moskau funkten, nannte die Gestapo sie alle Rote Kapelle. Trepper, Le Grand Chef in Paris, scheint am Ende, aber das war ja schon oft. Zur Welt kam Leopold Trepper im heutigen Polen 1904 und wurde schon früh Sozialist, weil er als Jude glaubte, dass nur so der Rassismus besiegt werden könnte. Mit 20 muss der Jungkommunist fliehen vor der polnischen Polizei, setzt sich ab nach Palästina, kämpft gegen die Briten, sie kontrollieren Palästina. Habe geschaffen die erste jüdisch-arabische Organisation, Itahat, auf Deutsch heißt das Einheit. Die einzige Widerstandsgruppe, in der Juden und Araber gleichberechtigt sind. Die Briten internieren Trepper zeitweise. Er flieht ins Sowjetparadies nach Moskau und kommt in Stalins Hölle. Doch es gibt noch eine größere Hölle, das aufziehende Nazireich, erinnerte sich Leopold Trepper. Vor allem als Jude war für mich klar, dass wenn es kommt zu einem Krieg, dann kommt es auch zu einem biologischen Ende von dem jüdischen Volk. Trepper entgeht Stalins Geheimdienst, indem er selbst zum sowjetischen Militärgeheimdienst geht und als Kundschafter nach Brüssel geschickt wird, getarnt als kanadischer Kaufmann. Von Anfang des Krieges bis Stalingrad waren unsere Nachrichten von außergewöhnlich großer militärischer Bedeutung. Die wichtigste Information ignoriert Stalin allerdings, den deutschen Angriff auf die Sowjetunion 1941. Anschließend glaubt er den Quellen. Als die Wehrmacht im ersten Winter vor Moskau stecken bleibt, weiß er schon, wo sie im nächsten Frühjahr angreifen wird, in Stalingrad. 1942 fliegen die Gruppen der Roten Kapelle auf. Trepper wird Doppelagent zum Schein. Also es war beschlossen, wenn ich verhaftet werde, dann spielt man mit in diesem Spiel. Die Gestapo benutzt ihn. Und Trepper sie. Er kann heimlich Moskau informieren, dass die Rote Kapelle aufgeflogen ist. Trepper haut ab, filmreif. Beim Kauf von Medikamenten flieht er durch die Hintertür einer Apotheke und fliegt bei Kriegsende wieder in die Kommunistenhölle Moskau. Leider wusste ich nicht, dass Stalinismus nach dem Krieg noch schlimmer geworden ist. Nach Stalins Tod wird er rehabilitiert und geht zurück in seine erste Heimat Polen, wird Redakteur. Doch 1968 schürt der polnische KP-Chef den Judenhass neu, um von innenpolitischen Problemen abzulenken. 15.000 polnische Juden gehen ins Exil. Trepper muss als Prominenter bleiben, will aber raus. Ich habe hier keine Verwandte. Die alle befinden sich in Treblinka, in Auschwitz. Die sind alle vergast worden. Trepper darf erst 1972 ausreisen und geht nach Israel, schreibt seine Erinnerungen. 1982 stirbt Leopold Trepper mit 77 Jahren. Ein unglücklicher Kommunist und glühender Nazi-Gegner. Ich fühle mich ganz einfach als ein Kämpfer der Widerstandsbewegung gegen den Nazismus. Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.